Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. So, willkommen jetzt am Schluss von Kellner live zum spannenden Duell der Woche, zur Bilanz der Woche mit zwei besonders lieben und auch kompetenten Gästen und zwei besonderen Fernsehstreithähnen, könnte man sagen. Wolfgang Rosam. Hallo. Von der, würde ich einmal sagen, eher türkisen und bürgerlichen Seite, ohne dass er zuzurechnen ist, weil in Wahrheit ist er unabhängiger Politik- und vor allem Unternehmens- und PR-Berater, aber dem Land natürlich besonders geliebt als Falstaff-Herausgeber, nicht? Und man sagt, dort hat jeder sein Herz, ja. Dort schlägt es am kräftigsten für die Gastro und darüber werden wir auch gleich reden. Und Robert Miesig, schon richtig platziert zu Ihrer Linken vom Fernsehschirm, als Vertreter, sagen wir, der rot-grünen Gutmenschenfraktion, der rot-grüne Blogger, könnte man sagen, aber legt auch großen Wert darauf, dass er wirklich unabhängig ist, mit keiner dieser Parteien was zu tun hat. Und ich weiß, dass aus vielen Diskussionen mit ihm sich da auch kein Blatt vors Munderl hält, wie man so schön sagt. Und das wollen wir auch heute hoffen. Wir haben drei große Themen in dieser Woche, wenn es euch recht ist und wenn ihr zustimmt. Thema Nummer eins ist Wolfgang Rosam und sein Kampf für die Gastroöffnung. Ja, ich kann mich erinnern, da haben wir ja mehrfach in diesem Studio schon, ich würde sagen, flammende Appelle dafür abgehalten. Jetzt könnte es sein, dass es am Montag soweit ist und es könnte sein, dass die Gastro am 13. oder 15. März öffnen darf, also früher als versprochen, als es lange Zeit hieß nach Ostern. Aber das wackelt, das wird uns der Robert Miesig erklären, weil die Infektionszahlen steigen und weil sein bester Freund Rudi Anschober das nicht will, während dein bester Freund Sebastian Kurz dafür fightet. So, das wäre Thema Nummer eins in dieser Woche. Thema Nummer zwei ist natürlich das Chaos in unserer Justiz, dass man so sehen kann, dass man sagt, wie du wahrscheinlich, na endlich wird aufgeräumt, oder so sagt, wie du wahrscheinlich, sind die alle wahnsinnig geworden dort. Und Thema Nummer drei ist dann logischerweise der Zustand unserer Regierung nach dieser Woche. Existiert sie noch? Wie stark wackelt sie schon? Und vor allem, wie lange haben wir sie noch? Das sind die Fragen, die sich stellen. So, wir fangen an mit dem angenehmsten Thema, könnte ich sagen, mit der Gastro. Wir alle hoffen, dass der Kampf des Wolfgang Rosam Erfolg hat, dass wir ab 13. März unsere Gastro wieder haben. Der Wolfgang Rosam war ja in dieser Woche wichtiger Teilnehmer einerseits eines Gastro-Gipfels beim Kanzler, ich glaube, das war am Montag, und andererseits des Öffnungsgipfels bei der Wirtschaftskammer, das war am Donnerstag, und hat sich dort in die Bresche gehaut für unsere Gastronomie. Erstens, warum muss die Gastronomie wieder aufsperren, Wolfgang? Und zweitens, glaubst du, wirst du siegreich sein und wird es am 13. zur Öffnung kommen? Ja, warum soll die Gastronomie wieder aufsperren? Ich glaube, es gibt ein paar sehr rational nachvollziehbare Gründe. Das eine ist, wir haben derzeit eine steigende Prohibition. Das heißt, vorne ist die Gastronomie zu, hinten ist sie offen. Das betrifft zwar nicht jeden Wirten, aber es ist passiert einfach wahnsinnig viel im privaten Bereich. Und wenn wir den Virologen glauben, wo am meisten die Infektionen stattfinden, ist es im privaten Bereich. Und wir fördern also jetzt nicht den geregelten Bereich derzeit, weil die Gastronomie noch zu hat. Und wir könnten jede Woche 1,5 Millionen Tests mehr haben. Und wir loben uns ja auch selbst ein bisschen, dass wir Testweltmeister sind und dass das ein wichtiger Teil unserer Strategie gegen Corona sei. Aber gleichzeitig fördern wir den privaten Ungehorsam. Der Kanzler hat selbst diese Woche gesagt, der Lockdown hat wenig Sinn, wenn die Leute ihn nicht mehr befolgen wollen. Das ist so wie, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, Wolfgang, weil es gibt den ersten Wirt aus Floridsdorf, der sagt, er wird gar nicht aufsperren. Wer macht mit dem illegalen oder halblegalen Takeaway für Partys in Floridsdorf ein solches Geschäft, dass er das mit einem geöffneten Geschäft niemals erzielen kann? Das ist genau der Punkt, das glaube ich sofort. Und das würde explodieren, wenn man also nach wie vor jetzt am Lockdown, also am Schließen der Gastronomie festhalten würde. Ich sehe natürlich die Punkte, ich sehe genauso, Robert wird wahrscheinlich da wesentlich mehr noch dazu sagen, was die Antithese dazu ist, dass man sozusagen die Zahlen jetzt nicht wirklich im Griff hat. Gibt aber auch viele, die sagen,
sagen, wir sind nicht bei einer Aufwärtsbewegung, wir sind eher bei einer Seitwärtsbewegung, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube daher, wir werden am Montag, es ist sehr spannend, was am Montag passiert. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass wir sagen, wir sperren am 15. auf, auch wenn der Sebastian Kurz das möchte und obwohl der Druck von der Wirtschaftskammer, Harald Mare ist da extrem bemüht und unisono alle Wirte, wir wollen aufsperren, auch die Gäste wollen das zum großen Teil, glaube ich, dass man noch einmal am Montag sehr genau auf die Zahlen schauen wird und wenn sich das jetzt in 3 Tagen wird sich nicht viel verändern, dass man unter Umständen sagt, gehen wir noch eine Woche drauf, wir wollen vor Ostern öffnen, das wäre die neue These jetzt, aber vielleicht erst am 22. und nicht am 15. Das ist natürlich eine sehr knappe Vorbereitungszeit für die Aber würde dich der Kanzler anrufen, was er ja gelegentlich tut, würdest du sagen, trau dich, mach das endlich? Also, unter anderem, weil du sonst in den Umfragen wirklich ein Problem kriegst, die Leute sind wütend, die wollen endlich aufsperren, denen platzt die Geduld. Der Kanzler redet ja mit vielen. Ja. Ab und zu auch mit mir und ja. Wir werden wahrscheinlich schon telefonieren, aber ich werde nicht entscheidend sein. Entscheidend wird wirklich sein, der Kassasturz sozusagen, also der Zahlensturz am Montag. Er wird mit vielen Leuten reden, am Sonntag noch. Aber was wird dein Rat sein? Mein Rat wird sein, riskieren wir es, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Wirte alles tun werden, was in ihrer Macht steht, um ihre Gäste sicher zu halten. Die werden sich beniebelst genau an die Abstände. Wer darf am Tisch sitzen? Wie weit ist man auseinander? Die Masken tragen bei den Mitarbeitern. Das Testen. Es kommt ja niemand hinein, der nicht getestet ist. Also ich halte die Gefahr, dass wir eine Explosion erleben, weil die Gastronomie plötzlich aufsperrt, viel geringer als bei vielen anderen Aktivitäten, die dann wieder erlaubt sein werden, wo die Leute in Massen zusammenhocken werden. Und ich halte sie auch geringer, als wenn wir weiterhin die Illegalität, sprich Prohibition, wir das Floridsdorf dein Beispiel zulassen und weiterhin fördern würden damit. Der gesagt hat, der durchschnittliche DKW bei ihm sind 20 Personen. Na bitte. Da kann man sich vorstellen, was da abgeht. So, gut, Robert, schon ein, du liebst die Gastronomie, insbesondere die Kaffeehäuser, wie ich weiß, bist aber skeptisch, oder? Naja, ich bin jetzt gar nicht, was die Gastronomie betrifft, so wahnsinnig skeptisch. Jetzt nicht besonders, was die Gastronomie betrifft. Ich bin über den gegenwärtigen Zustand, in dem wir generell sind, skeptisch. Wir sind in einer Situation, wo wir geöffnet haben im Anfang Februar, also sozusagen Handel und Schulen. Wir sehen da auch schon nicht nur, dass die Zahlen hochgehen, das kann man noch die Frage stellen, wie sehr spielen die Tests eine Rolle, aber wir sehen ja die Entwicklung von Clusterbildungen auch an Schulen, an Kindergärten, das ist ja relativ viel, also viel mehr, als man es noch im vorher hatte, also in den früheren Monaten, wenn man jetzt auch die Kinder einfach testet. Früher hast du es bei den Kindern gehabt und du hast es gar nicht herausgefunden in Wirklichkeit. Das heißt, wir sind in einer sehr, sehr riskanten Situation, wo die Gefahr eines exponentiellen Zuwachs in den nächsten Wochen real groß ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich meine, wir brauchen nicht nur über Großbritannien und anderes und Brasilien reden, in der Slowakei und in Tschechien ist jetzt schon die Situation wieder total katastrophal, also ärger als bei uns im November. Ja? Also das ist nochmal um 1,5 Mal so arg wie bei uns im November. Aber also was, mit totaler was Überforderung. Ist bei uns so dramatisch? Ich sage ja nicht, was bei uns. Dass man statt 1500 jetzt 2300 Infizierte haben bei dreimal so viele Tests und dass man, mittlerweile in den Spitälern lauter leerstehende Intensivbetten haben, 250 belegt bei 1200, die zur Verfügung stehen. Wolfgang, die Zahlen jetzt, also die Krankenhausbelegung jetzt ist nicht das Entscheidende, weil wir wissen ja, dass zwischen Infektionsgeschehen und Krankenhausbelegung immer 3 Wochen Timelapse ist. Das heißt, es wird mit Sicherheit jetzt noch eine Zeit lang die Krankenhausbelegung runtergehen, selbst wenn die Infektionen ansteigen. Das ist einfach logisch. Ja, also auf das würde ich gar nicht schauen. Im Moment würde ich schauen, was haben wir an Infektionsgeschehen und wie geht es bergauf. Ja? Und wenn es dramatisch bergauf geht, müssen wir wieder was tun. Ja, aber ist das dramatisch, wenn man knapp 2000 Infizierte haben, so wie heute? Der Punkt ist, dass wir in der letzten Woche, ich versuche nur die Fakten auf den Tisch zu legen. Ja? Ich sage ja auch nicht, dass wir noch jetzt schon Dramatik sind, ja? Aber wie in der letzten Woche ist die Inzidenz von 117 auf 150 angestiegen. Vor 2 Wochen hatten wir schon circa die gleiche Teststrategie wie jetzt. Also vor einer Woche hätte man noch sagen können,
die mehr Tests ergeben, die mehr den Zuwachs. Das kannst du jetzt nicht mehr sagen, weil wir haben circa genauso viele Tests wie vor einer Woche. Das macht nicht so einen großen Unterschied. Das heißt, das ist schon relativ gefährlich und man muss, glaube ich, aufpassen. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir mit dieser Strategie sicher durch den Frühjahr kommen. Also das heißt, durch diese noch, sagen wir mit der Öffnungsstrategie, mit den wirklich gefährlichen zwei Monaten, die wir haben. Gefährlich deswegen, weil noch nicht so viele Menschen geimpft sind, nicht einmal aus der Risikogruppe und weil es noch nicht so warm ist, dass sie das gesamte Leben irgendwie nach draußen verlegt. Also du sagst, wer jetzt öffnet, handelt fahrlässig. Nein, riskiert eine wir müssen extrem der Zahlen ich glaub, und man sollte lieber mehr zusperren als mehr aufsperren. Naja, im Moment würde ich eher noch sagen, man kann das mit der Gastro ausprobieren, insbesondere dort, wo es einigermaßen safe ist, nämlich im Outdoor-Bereich, Gastgarten, Innenhof, das auch großzügig auslegen. Das Wiener Modell. Also großzügig auslegen, wenn da sozusagen nur ein kleiner Gastgarten ist, wegen die Parkplätze, macht es einem größer. Gibt es die Tiefgaragen gratis. Da gibt es ja 100 ja. Möglichkeiten, wie du dem begegnen kannst. Das würde ich machen. Und dann muss man halt schauen, wie es ausgeht. Ich befürchte, es wird uns dann in 3 Wochen in eine Situation bringen, alles zusammen, nicht nur die Gastro, wird uns in eine Situation bringen, wo wir wieder zutrauen müssen, irgendwas, weil wir sonst wieder zu hohe Zahlen haben werden. Ja, das ist, mit dieser Variante muss man leider Gottes immer rechnen und das sage ich ja schon seit Monaten, wenn man immer sagt, warum hat die Regierung da jetzt keine bessere Strategie und so weiter. Diese Krise ist nicht berechenbar. Dieses Virus ist nicht berechenbar. Und wenn etwas nicht berechenbar ist, dann kannst du nicht sagen, am Sonntag zu füllen wird das sein und es wird hundertprozentig richtig sein und so weiter. Wir haben auch den letzten Lockdown 2 Wochen zu spät gemacht und dann haben wir die Misere im Herbst gemacht. Wissen wir heute retrospektiv. Ja, damals waren wir ein bisschen zu locker. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Step-by-Step-Öffnung der Gastronomie. Und bevor wir gar nichts kriegen, fangen wir mit den Schanigarten an, dann müssen wir aber bitte auch die Leute durchs Lokal gehen lassen müssen, weil hinten ist auch der Garten oft im Innenhof und so weiter, die dürfen wir nicht ausreißen. Die Toilette. Aber jeder Schritt in Richtung Öffnung ist psychologisch so wichtig. Die Leute können nicht mehr, sie wollen nicht mehr. Wisst ihr, was da draußen in der Gastronomie los ist? 200.000 Leute bei den Mitarbeitern, die kein Trinkgeld haben seit Monaten, die können nicht mehr. Und die Gäste wollen nicht mehr. Und wie wir heute schon diskutiert haben, wir driften sie, wir jagen sie in die Prohibition, wir jagen sie in die Illegalität. Weißt du, mir geht es ja da jetzt primär auch um das Mindset. Ja? Ich höre ja dauernd auch, wenn ich schaue ja viel Fernsehen und Radio bei euch und bei anderen und da höre ich dann immer Kulturmanager oder Gastromanager, die sagen, wir müssen jetzt aufsperren, es gibt gar keine Alternative und wir brauchen auch Planungssicherheit. Das heißt, man darf uns auch nicht wieder zusperren. Man muss uns direkt sagen, ganz klar sagen, dass wir jetzt bis ewig offen haben können. Und da denke ich mir, was ist das für ein Mindset? Wir sind in einer Pandemie, wir wissen heute nicht, wie die Ansteckungszahlen in einer Woche sind. Wie soll man irgendjemand eine plausible Voraussage für in einem Monat machen? Ja, das ist doch absurd. Und das geht mir auf die Nerven, dass die Leute manchmal das sozusagen so starren auf das, was du schilderst, ich bin jetzt fertig und ich will es nicht mehr, dass sie vergessen, dass wir in einer Pandemie sind. Wir sind in einer Pandemie und die macht keinen Spaß und die macht vor allem dann keinen Spaß, wenn die Ansteckungszahlen hoch sind. Ja? Aber wir müssen auch lernen, mit dieser Pandemie zu leben. Wir leben jetzt ein Jahr Lockdown auf, Lockdown zu, die Gastronomie seit 7 Monaten am Stück zu. Wir müssen lernen, mit diesem Virus anders umzugehen. Ja, wir leben aber mit dem Virus. Wir lernen nichts dazu. Wir starren nach wie vor auf Inzidenzzahlen, wir starren nach wie vor auf Infektionszahlen und weil die weiter steigen könnten, Konjunktiv, Rufzeichen, dürfen wir nicht aufsperren. In 2 Monaten? Das geht nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Schritt machen, der ist wichtig, er ist mutig, er ist auch nicht ohne Risiko, überhaupt kein Thema. Selbst auf die Gefahr hin, dass dann wieder was passiert. Aber was ist, wenn nicht? Aber was heißt Leben mit dem Virus? Leben mit dem Virus heißt, das Infektionsgeschehen so niedrig wie möglich zu halten. Weil es auf irgendeine Art von medianen Niveau halten hat noch nirgendwo geklappt. Bei uns nicht geklappt, entweder da geht es sofort in die Decke. Ja? Also entweder hast du wenig oder viel. Aber in 3 Wochen haben wir, oder 4 Wochen haben wir Leute durchgeimpft. Genau, das wollte ich sagen. Mit dem Virus leben heißt für uns jetzt noch 2 Monate warten, dann hast hoffentlich 30% der Bevölkerung und gerade die Vulnerablen geimpft
ja, und passt. Ja, und warm ist auch. Und im Herbst haben wir einen Großteil geimpft oder fast alle. Und dann haben wir es hinter uns. Das heißt Leben mit dem Virus, aber nicht es gibt ja zwei Modelle, Robert. Es gibt das Modell Angela Merkel, Modell der vollen Hosen, wenn man so sagen darf. Alle fürchten sich, alles wird zugesperrt. Was heißt Lockdown wieso total. Volle Hosen? Warum na, volle Hosen, das ist das einzige das Land, das viel besser durch diese Krise kommt wie Österreich. Man, sowohl ökonomisch ich nicht. Als auch also gesellschaftlich. Erstens stimmt das nicht. Es kommt nur deshalb ökonomisch besser durch die Krise, weil es keinen Winterfremdenverkehr hat. Deshalb natürlich einen weniger starken BIP-Rückgang, aber sonst nicht. Punkt 1. Ich weiß aber, dass du Deutschland-Spezialist bist und du kannst uns gleich sagen, was dort besser ist als hier. Aber ich bin der Meinung, das ist eine Politik der vollen Hosen. Die haben Angst vor ihren Experten, vor ihren Virologen und sperren das Land zu, obwohl sie viermal so gut sind wie Österreich. Und eigentlich, wenn man es auf Österreich runterrechnet, überhaupt nur noch 500, wenn überhaupt 500 Neuinfektionen pro Tag hätten, da würden wir ja drüber lachen. Aber selbst in Deutschland, im autoritätsgläubigsten Land gibt's einen Riesenaufstand mittlerweile. Gibt's Riesenaufstände. Bildzeitung etc. Und dort kippt die Stimmung genauso. Komplett. Und also, das andere Modell, Robert, ist Schweden oder sag jetzt Kroatien, sag jetzt Serbien. Ein bisschen bewegt sich auch Frankreich und England in diese Richtung, dass man sagt, Schluss mit der Angst, wir trauen uns jetzt was. Na und? Was bringt das? Ich meine, das ist das Jojo-Modell. Ja. Das Jojo-Modell. Ich wollte dich ein bisschen provozieren. Wir haben niedrige Infektionszahlen, machen wir auf. Aha. Grauenhaft, wir haben hohe Infektionszahlen, machen wir zu. Das ist auch das österreichische Modell. Ja, aber findest du es wirklich verantwortungsvoll, wenn wir bei 500 Infizierten auf Österreich umgelegt sind, 5000 natürlich in Deutschland, noch immer ein ganzes Land, inklusive der Schulen, inklusive alle im Lockdown her. Wir haben ja nicht 500 bis man bei Null ist, natürlich, du Tag, meinst du? Ja. 5000 ja. Infizierte auf Österreich runtergerechnet, Neuinfektionen pro Tag, wären das in Österreich 500. Du, das Konzept, so habe ich es gemeint. Das Konzept in Deutschland ist, glaube ich, ein anderes, nämlich jetzt das ordentlich runterdrücken und dann nicht gemütlich, aber um dann locker durch das Frühjahr und den Sommer zu kommen. Also auch um den Sommer zu retten, mit allem, was dazugehört übrigens. Rettung der Gastronomie, Möglichkeiten aufzumachen, ein einigermaßen ordentliches Reisegeschehen. Das ist, glaube ich, das Konzept Deutschlands, was wir uns mit unserem... Du kennst Deutschland sehr gut, du bist der Meinung, die kommen am besten durch die Krise, hast du gesagt. Naja, gesundheitlich ist es völlig klar und ökonomisch ist es auch völlig klar. Und da natürlich spielt unser Tourismus besonders hinein. Das können wir jetzt relativ schlecht auseinander dividieren. Die Deutschen testen doch viel weniger. Ja, auch das spielt... Nein, ich glaube, diese Zahlen nicht so. Die Deutschen die Zahlen, die wir weniger. Haben... Was die Deutschen weniger haben, da hast du recht. Da sind wir wirklich gut. Da sind wir wirklich gut. Nämlich diese Möglichkeit, dass jeder gratis schnell zum Antigentest kommt, ohne großen Aufwand und dass du damit quasi... Aber du sagst, das deutsche Modell ist das bessere. Das ist besser als Schweden und das ist besser als dieses Jojo, das vielleicht Österreich. Ja, das glaube ich schon. Auch Österreich wäre bei allem, was unterschiedlich ist mit dem Tourismus, besser durch diese Krise gekommen, wenn wir eine Strategie gefehlt hätten, wo man einigermaßen gleichmäßig durchfährt und nicht mit diesem Wellentag. Dann wäre noch immer alles zu, muss man sagen. Naja, das wäre vielleicht die Hälfte besser. Ja? Also ich glaube nicht, dass die Deutschen so viel besser sind. Es ist richtig, die Zahlen sind natürlich bestechend besser, aber es wird auch ein Bruchteil von uns getestet. Also das muss man einfach hier berücksichtigen. Und was ich mitbekomme aus Deutschland, gibt dort die Stimmung genauso und dort ist ja auch noch der Handel zu, also das ist ja noch einmal viel Ärger im Lockdown und ich schreibe es den Deutschen zu, dass sie einfach autoritätsgläubiger sind und noch disziplinierter und irgendwie da in einer Schockstarre verhalten, aber das bricht jetzt auch auf. Also ich denke, die Deutschen werden mit einiger Verzögerung in den nächsten 2-3 Wochen die gleiche Diskussion haben, die wir haben hier. Ich finde ja übrigens, das mit diesen nationalkulturellen Geschichten, ich bin mir da nicht so sicher, ob die überhaupt stimmen, weil zum Beispiel in Italien sind die Leute sehr viel disziplinierter als bei uns offensichtlich. Ja, aber da war der Schock am größten. Italien hat gestern schon wieder extrem hohe Zahlen und überlegt schon wieder den Lockdown, habe ich gestern gelesen. Okay, da habe ich die gestrigen Zahlen nicht im Kopf. Aber was mir die Leute erzählen, dort sind eigentlich seit langer Zeit Restaurants und Cafés zumindest bis am Abend offen. Nur die Leute gehen ganz, ganz verantwortlich damit um. Also sie sind vorsichtiger und halten sich an die Regeln viel mehr, als bei uns der Fall ist offensichtlich. Gut, also Montag ist D-Day. Der Kanzler, falls er bei dir anrufen würde, würde von dir was hören. Riskieren wir es?
riskieren wir es Step by Step, ja, so viel wie möglich, aber auch mit so wenig Risiko wie möglich. Ich weiß, das ist ein Spagat, ja, den man derzeit sich gar nicht vorstellen kann. Ich behaupte, er ist möglich, weil die Gastronomie und die Wirte unglaublich diszipliniert auf die Sicherheit ihrer Gäste schauen werden. Also das heißt, Gastro aufsperren innen und außen, aber mit einem Test. Das heißt, man muss einen Test mitbringen. Wobei du ja, glaube ich, ein Verfechter der These bist, dass man sagt, der Wirt soll auch testen dürfen, wenn er will. Natürlich. Also ich glaube, auch das ist das Nächste, dass man nicht, wenn man jetzt einen kleinen braunen trinkt, möchte, irgendwo beim schwarzen Kamel draußen im Garten, dass man vorgestern beim Test gewesen sein muss. Und es muss auch neue Möglichkeiten geben. Und da hat ja gerade in Wien, gibt es ja diese Gurgeltests und so weiter. Also es passiert ja derzeit wahnsinnig viel bei den Tests. Und ich glaube, da müssen auch die Behörden seitig, muss man da aufmachen und mehr Selbstverantwortung den Leuten auch zutrauen. Ich glaube, ein Wirt darf auch einen Antigentest oder einen Gurgeltest beim Gast abnehmen. Das kann draußen jemand machen, der mal da eingeschult ist. Und der wird keinen reinlassen, wenn der positiv ist. Das ist nicht wahnsinnig. Selbst der positiv getestet, wir sagen, um Gottes Willen, da habe ich nicht gewusst, ich habe keine Symptome, auf Wiederschauen, bin schon in der Quarantäne. So, und sollte der Kanzler bei Robert Miesig anrufen, was nicht sehr wahrscheinlich ist, aber was weiß man, nach der Sendung ist alles möglich, was würdest du ihm sagen? Für Montag, für die Montagentscheidung? Naja, erstmal die Zahlen genau anschauen noch und dann es versuchen, mit den Gastgärten und den Schanigärten und den Innenhöfen. Natürlich, da hast du natürlich recht, die Leute müssen aufs Klo gehen, das ist ja egal. Schanigarten also mit Test wäre. Bisschen drinnen darf man auch sein, mit Tests und dass wir das versuchen, auch deswegen, weil es wird ja auch die wärmere Jahreszeit, die Leute sind ja dann ohnehin draußen. Und sonst sind sie halt im Stadtpark, das ist eh jetzt voll. Das macht jetzt nicht so einen riesengroßen Unterschied, ob sie dann auch im Gastgarten sitzen. Also bin gespannt, wer von euch beiden da am Montag recht hat. Der Wolfgang kämpft hier natürlich für 200.000 Gastronomen, die, glaube ich, wie eine Riesenarmee hinter dir stehen und sagen, sperrt's auf, sonst duscht. Ja. Und du hast möglicherweise schon den Kompromiss vorweggenommen. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann haben wir das zweite große Thema dieser Woche, das heute ja eine besondere, würde ich sagen, Dynamik erfahren hat. Es geht um die Justiz. Was ist dort los? Ist das ein Krieg? Ist das das große Aufräumen? Wird die Justiz neu aufgestellt? Und wird jetzt jedem dort das Handy abgenommen? Wir sind gleich wieder zurück. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Bilanz der Woche jetzt am Freitag mit Wolfgang Rosam und Robert Miesig. Wolfgang Rosam eher die bürgerliche Seite, Robert Miesig eher die rot-grüne Seite, ohne ihm nahe treten zu wollen. Aber so in etwa ist es positioniert. Und wir haben schon sehr spannend diskutiert, sollen wir öffnen die Gastro, sollen wir generell das Land öffnen, startend am kommenden Montag in der großen Pressekonferenz vom Kanzler, oder ist das zu früh? Das war ein großes Thema in dieser Woche. Da hat es eine Pressekonferenz des Kanzlers gegeben, eine große Konferenz der Wirtschaftskammer, aber eigentlich wurde das alles überschattet von Ereignissen, die man vor kurzem noch für undenkbar gehalten wurde. Dem ehemaligen Justizminister Brandstätter wurde von der Justiz im Verfassungsgerichtshof das Notebook abgenommen, muss man sich einmal vorstellen. Und dem höchsten Sektionschef des Justizministeriums, dem Herrn Bilnacek, vor dem vor kurzem noch alle gezittert haben, die in der Justiz tätig waren, dem ist schlicht und einfach das Handy abgenommen worden und kurz danach wurde er suspendiert. Der sitzt jetzt zu Hause und darf Daumen drehen. Was ist da los in der Justiz, Wolfgang? Ja, es ist, was wir alle derzeit erleben, ist natürlich eine unfassbare Konzentration und Häufung. Also Schlag auf Schlag, jeden Tag. Also ich habe schon erwartet, wer ist heute dran oder werden Sie morgen beim Bundespräsidenten auftauchen und ihm das Handy abnehmen, weil er ist ja auch mit Ibiza-Einträgen sozusagen aufgefallen und schon zitiert worden. Also das wäre dann das Nächste. Bevor ich jetzt gleich wieder in den Verdacht gerate, ja, dass ich die Justiz kritisiere, frage ich, rein rhetorisch, aber sehr bewusst, ist es denn
nicht erlaubt, die Justiz zu kritisieren? Bin ganz deiner Meinung, sage ich Justiz schon die ganze Zeit. Fragen, ja. Genau. Haben wir nicht längst eine Täter-Opfer-Umkehr? Ich kann ja zum Beispiel diesen Spruch schon nicht mehr hören. In jeder Berichterstattung zuerst wird geschrieben, dass er des Verbrechens, der Untreue, des Betruges, der Hinterziehung, was weiß ich, was alles. Also alle Grauslichkeiten liest man zuerst und unten steht dann ja in jedem Bericht, es gilt im Übrigen die Unschuldsvermutung. Mitnichten. Es gilt nicht die Unschuldsvermutung, es gilt die Schuldsvermutung. Ich muss heute, wenn ich heute Beschuldigter bin, beweisen, dass ich nicht schuldig bin. Früher war es ein bisschen anders. Da musste man mir beweisen, ich bin schuldig und es galt wirklich die Unschuldsvermutung. Mittlerweile sind wir in einer Ära angelangt, wo die Schuldsvermutung gilt. Und wenn du jetzt als Opfer, und ich sage jetzt einmal, für den Herrn Blümel gilt die Unschuldsvermutung, ja? Und wenn er sich wehrt, oder sein Chef, der Sebastian Kurz, sich ein bisschen mehr wehrt, dann ist das bereits eine Attacke gegen die Justiz. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das mit Herrn Bilnacek ist, aber warum jetzt? Ja, also der ist ja schon lange in Diskussion. Das ist eine gute Frage, der ist ja schon lange in Diskussion. Ja. Und schon lange hat man überlegt, muss er suspendiert werden oder vom Dienst freigestellt werden oder wie auch immer, weil er irgendwie befangen ist. Also ich weiß auch nicht, ob er noch sein Handy hat oder ob er sich längst ein anderes besorgt hat. Also ich frage, für mich ist da zu viel Show, für mich ist da zu viel Konzentration. Für mich, ich bin hinter das Muster noch nicht gekommen. Ja, man muss ja wahnsinnig vorsichtig sein, was man da sagt. Ja. Aber ich habe momentan das Gefühl, da ist eine Jagd im Gange. Ja? Und ich frage mich nur, wer ist das nächste Tier, auf das geschossen wird? Gut, Robert. Also ich glaube, so darf man, soll man das nicht sagen, also dass sozusagen diejenigen, die ins Fadenkreuz von Korruptionsermittlungen kommen, und das sind ja jetzt keine kleinen Sachen, sondern das ist ja, da stehen ja große Vorwürfe im Raum, sind mal Beschuldigte, es gilt für sie die Unschuldvermutung, aber Opfer würde ich jetzt mal nicht sagen. Also wenn ich mir anschaue, was wir alle wissen an dem Filz, der da rausgekommen ist, in diesen Freundelwirtschaften, zwischen Glücksspiel, jetzigen Finanzminister und anderen und aus dem Finanzministerium, den Generalsekretär, dann ist das auf jeden Fall sozusagen schon mal ein sehr, sehr schmutziger Filz. Die Frage ist, wie weit ist es im Bereich des Illegalen oder nicht? Das wird jetzt die Staatsanwaltschaft, Korruptionsstaatsanwaltschaft untersuchen. Etwas anderes, und das ist wirklich völlig was anderes, das will man ja jetzt auch nicht alles in einen Topf werfen, sind offensichtlich die Untersuchungen gegen den ehemaligen Justizminister und übrigens auch ehemaligen Vizekanzler Brandstätter und den Herrn Plinacek. Da geht es ja im schlimmsten Fall, und das soll man auch nicht unterschätzen, darum, dass Hausdurchsuchungen und Ermittlungen den potenziellen Beschuldigten durchgestochen worden sind. Und da gibt es ja auch deutliche Hinweise drauf, wo offensichtlich Staatsanwälte sagen, wir sind zu denen gekommen und die haben es alle schon gewusst und das alles war gesäubert. Also das muss ja hier von irgendwem gekommen sein. Ja? Das ist aber etwas, das muss man auch sagen, da geht es in keinen Fall um so etwas wie illegale Parteienfinanzierung oder auch nur auch persönliche Bereicherung. Oh ja, da geht es um die Spenden an den Herrn Kurher. Da geht es also ja, nicht um Parteienfinanzierung. Da geht's ja, Spende ist ja, aber ich meine, jetzt für Afrika-Projekt spende oder für ein Symphonieorchester in Weidhofen an der Yps. Das ist auch eine andere Geschichte. Erstens geht es in dem Fall vor allem um den Herrn Treuner. Und vor allem, wenn wir jetzt über Brandstätter reden und Plinacek, denen wird in dem Fall allerhöchstens, denen wird ja nicht vorgeworfen, dass sie selber korrupt waren oder dass sie was genommen haben oder dass sie die Tauschen angeführt haben, sondern dass sie Amtsmissbrauch begangen haben. Ja. In einer völlig anderen Causa. Deswegen bin ich ja dafür, dass ich das, dass wir das zusammen also auseinanderhalten. Also diskutieren wir mal über die Causa Bilnacek und Brandstätter. Soll man in Zukunft jedem das Handy abnehmen und wer ist als Nächster dran, wie der Wolfgang schon sehr gut rhetorisch gefragt hat? Naja, erstens mal, das hängt ja, das können wir ja da nicht beurteilen. Soll man jedem das Handy abnehmen, der des Verrats von einem Amtsgeheimnis. Na, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit oder ein hoher Verdacht besteht, dass etwas, wofür es Hinweise gibt, ja, bestätigt werden kann, wenn man das Handy hat. Ja, na, dann natürlich, es bleibt einem gar nichts anders über. Es bleibt einem doch gar nichts anders über. Ich schreibe morgen in meinem Kommentar in Österreich, wäre man ein Zyniker, was ich natürlich nicht bin,
könnte man natürlich sagen, nehmen wir jetzt gleich allen Staatsanwälten, Richtern und Sektionschefs im Justizressort einmal das Handy ab, weil dass da Informationen hinausgeleakt wurden, ist ja völlig unbestritten. Allein was wir da in der Redaktion an Infos von Staatsanwälten und so weiter kriegen, geht ja teilweise auf keine Kuhhaut. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann es beurteilen, kann ich das. Aber sozusagen muss man ja auch da, sozusagen zwischen Korruption und Amtsmissbrauch und quasi der Transparenz gegenüber Medien ist ja vielleicht auch sowohl strafrechtlich als auch ethisch und moralisch ein Unterschied. Das eine, in einem Fall tust du aufdecken, was schiefläuft und dreckig ist und zudeckt werden hätte sollen. Und im anderen Fall bist du korrupt und du hast Amtsmissbrauch begehen. Das werden wir ja wohl hoffentlich unterschiedlich bewerten. Das aber jetzt bleiben wir doch bei einem wichtigen Punkt. Ich möchte ja außer Frage stellen, wie wichtig eine Korruptionsstaatsanwaltschaft ist und wie wichtig es ist, diese Sümpfe trocken zu legen. Da diskutiere ich keine Sekunde drüber. Das ist genau mein Interesse, wie von jedem anderen normalen Staatsbürger. Aber ich kann heute über dich ein anonymes SMS oder eine anonyme Eingabe bei der Korruptionsstaatsanwalt mit einer unfassbaren Behauptung aufstellen. Die sagen, naja, das ist eigentlich schon ziemlich arg, da fangen wir zu ermitteln an. Wenn die zu ermitteln anfangen und du hast Pech, bist du gleich einmal im Beschuldigtenstatus. Aber ganz schnell, da bist du, ich weiß, von was ich rede. Und dann bist du im Beschuldigtenstatus. Und wenn du Pech hast und du bist ein öffentlicher, bekannter Mann, du bist ein Journalist, du lebst von deinem Ruf, dann stehst du, bevor du vielleicht sogar noch einvernommen wirst von der Staatsanwaltschaft, in der Zeitung, weil du geleakt wirst. Jetzt frage ich dich, wer schützt den Bürger? Wer schützt dich davor, dass du diskriminierend von jemand, der dir Böses will, und da gibt es wahrscheinlich auch ein paar, ja, der dich zu einem Täter erklärt und die fangen zu ermitteln an und du findest dich in der Zeitung wieder, weil vielleicht auch ein paar Journalisten das ganz lustig finden, über einen Kollegen zu schreiben, und du bist tot. Und bis sich aufklärt, nein, du lachst. Das ist überhaupt nicht zu lachen. Weil es nicht wahr ist. Das ist, nein. Er hat recht. Das ist 1000%ig, weil ich weiß hunderte Fälle. Ja. Ich kenne kaum einen Manager, einen Unternehmer, gegen den es noch nicht ein Verfahren gegeben hat, weil er anonym angezeigt wurde. Und was ich jetzt zum Punkt bringen möchte, wer schützt mich als Bürger? Die Staatsanwaltschaft tut es nicht. Und deshalb bin ich total, und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, für das Gesetz, wie es in Deutschland vorherrscht, dass in einem laufenden Verfahren absolut nichts hinausgelangen darf, nicht berichtet werden darf und dergleichen. Und diesen Schutz, nein, den Schutz habe ich heute nicht. In Österreich haben wir das heute nicht. Wir haben gerade gestern mit einem deutschen Journalisten darüber diskutiert. Der hat gesagt, na, ihr seid ja in Österreich in einer ganz bequemen Situation. Wir Investigativjournalisten in Deutschland beneiden euch ja geradezu, was ihr hier alles noch aufführen dürft. Und damit muss jetzt einmal Schluss sein. Also erstens mal, wenn du mich anonym anzeigst und es ist etwas vollkommen Absurdes oder es ist durch nichts gedeckt, wird es bei mir keine Hausdurchsuchung geben. Es wird bei mir kein Handy abgenommen werden. Das wäre dann genau einer von denen, die ÖVP tut das ja eh die ganze Zeit trommeln, einer von diesen berühmten 40.000 bis 50.000 Fällen in den letzten 20 Jahren, wo irgendwer angezeigt worden ist, die Staatsanwaltschaft hat sich angeschaut, hat einen Stempel draufgegeben und hat gesagt, wir dann es wieder rund ablegen, weil es ist nichts dran. Ja? Also die Hausdurchsuchung. In der Zwischenzeit stehst du schon in der Zeitung und bist tot. Nein, die stehen nicht in der Zeitung. Wenn du sonst wären 50, bist schon. Sonst wären 50.000 in der Zeitung natürlich standen. Ja? Also diejenigen, wo es in der Zeitung steht und wo es zu einer Hausdurchsuchung kommt und wo dann das Handy abgenommen wird, da ist schon ein etwas größerer Verdacht. Ein sehr viel größerer Verdacht muss das sein. Das heißt aber übrigens auch nicht, ja? Das heißt auch nicht, dass die von vornherein schon schuldig sind. Ja? Auch jemand, bei dem so weit schon gekommen ist, der schon so weit offensichtlich den Verdacht erregt und in Dreck steckt, dass er hausdurchsucht wird, kann sich hinterher als unschuldig herausstellen. Das ist die Unschuldsvermutung. Die gilt natürlich für jeden, auch für den Herrn Blümel und für die anderen. Robert, ja, das ist doch eine rhetorische Polemik. Die sind deutlich Unschuldsvermutung, die sind stimmt doch nicht. Die sind natürlich deutlich weiter drin als jemand, der von irgendwem, der ein Beswilliger ist, angezeigt worden ist. Robert, wissen wir doch alle. In dieser Causa geht es darum, dass es ein Verfahren gibt gegen den Herrn Chorherr, ja, dem vorgeworfen wird, Spesen betrügerisch sozusagen kassiert zu haben. Da gibt es bis jetzt keinen Beweis,
möchte ich sagen. Die Causa schwebt seit Jahren dahin. Naja, seit Jahren. Sicher. Seit Jahren geht es dahin. Sicher. Dem ist nach wie vor nichts nachgewiesen, außer dass er Spenden kassiert hat, was ja nicht verboten ist in dem Land. Das wird man ja vielleicht noch dürfen. Aber ist nichts nachgewiesen. Und jetzt sozusagen werden auch noch diejenigen genommen, die von dieser Causa, von der man gar nicht weiß, ob es überhaupt eine Betrugscausa ist, den Herrn Dollner informiert haben, also wo man schon mal sagen muss, dass er möglicherweise da auch mit drinnen hängt. Jetzt die Frage an dich. Bist du dafür, weil du so glühend für diese Art der Justizermittlung bist du wirklich dafür, dass gegenüber jedem, gegen den in Zukunft der Hauch eines Verdachts besteht, zum Beispiel Amtsmissbrauch, wo du sagst, na, das ist ja eigentlich gar keine große Sache, das Handy einkassiert wird? Zu meiner Zeit, als ich noch Enthüllungsjournalist war, hat man das zuerst einmal recherchieren müssen. Da ist keiner gekommen und hat gleich das Handy einkassiert und eine Hausdurchsuchung gemacht oder was. Sondern da haben die Staatsanwälte zuerst einmal die Causa recherchiert, ob stimmt oder nicht. Jetzt geht der hin, kassiert das Handy ein, inklusive allem, was drauf ist, dann findet er gleich noch drei SMS mit Kurz, macht auch noch ein Strafverfahren, dann findet er noch 5 SMS mit der Novomatic, gibt es das nächste Strafverfahren. Das kann doch nicht die Justiz sein, also oder, erstens Robert? Erstens mal glaube ich, dass man die Dinge auseinanderhalten muss. Ja. Weil natürlich diese Chorherr-Hilfsverein in Südafrika, wo der Treuner ja gar nicht als Person gespendet hat, sondern eine Firma, wo bei der er noch 10% kommt. Ja, aber um das geht's ja. Nein, es geht nicht nur um das. Der Herr Treuner hat ja sozusagen eine ganze Reihe an, sagen wir mal, Gerichtsverfahren anhängig. Und es geht darum, ob man ihm was verraten hat, generell in seiner, was seine Gerichtsverfahren betrifft. Ja? Ja. Das ist mal das eine. Das ganz andere ist doch der Gesamtkomplex der Ibiza-Untersuchungen, wo wir kommen ja gar nicht mehr nach, was sich da für ein Abgrund des Filzes und des Drecks hier offenbart, mit Netzwerken, wo sich natürlich die Frage stellt, ob es da einen Schnittpunkt zum jetzigen Geschichte gibt, nämlich dass jemand, Wienerjack, Brandstätter, vielleicht ganz wer anderer, den Leuten, die jetzt in die Ziehung kommen, es vorher verraten na ja, hat. Nein, nein, das ist ja vorher verraten. Das ist ja verraten. Da. Nein, jetzt tun wir da bitte nicht Räubersgeschichten erzählen. Das steht doch jetzt in der Debatte. Nein, ein Verrat an den Teuner steht in Robert, der Debatte. Robert, nicht Ibiza, aber Robert. Gehen wir doch auf die Metaebene zurück. Also beim Herrn Blümel hat laut Staatsanwaltschaft, und mehr Fakten haben wir bis heute nicht, die sind nicht vorgelegt worden, obwohl die Staatsanwaltschaft unter Druck gekommen ist. Also hätte ich mir eigentlich gedacht, wenn ich da unter Druck komme, jetzt muss ich mit mehr herausrücken. Also ich warte eigentlich täglich darauf, dass da irgendwas kommt, kommt aber nichts. Aufgrund eines SMS haben Sie bei einem Finanzminister, ohne den regierenden Justizminister auch nur in Ihrem Berichtswesen zu informieren, wozu Sie verpflichtet gewesen wären. Es gibt nämlich eine Berichtspflicht, habe ich mich mittlerweile auch aufklären lassen. Marschieren Sie ein beim Herrn Finanzminister einer Regierung und kassieren ihm das Handy ab, okay, und laden einmal alles herunter. 300.000 Geschichten, die SMS und was immer. Beim Herrn Bundespräsidenten hat man eine ähnliche Verdachtslage, oder? Da gibt es auch einen Kalendereintrag. Sogar 3 Kalendereinträge zum Thema Ibiza. Wo ist die Verdachtslage? Dass er am Tag vorher was gewusst hat. Also, das ist keine Verdachtslage gegenüber einer illegalen Handlung. Er meint nur, wenn es so weitergeht, ist bald wegen einem Kalender akkaziert. Eines übereifrigen, nicht denkenden Managers einer Glücksspielfirma, der sich wichtig macht, weil er den Finanzminister kennt und der schreibt ihm eine SMS mit einem Schwachsinnsansinnen. Okay? Und der Finanzminister sagt, bitte, mach du hat das. Hat aber nicht gesagt. Ja? Nein, das hat er gesagt. Nein. Genau das hat er gesagt. Also, genau du sagst, und das reicht schon. Ich verstehe gut, Wolfgang. Viel haben wir da nicht mehr. Du bist natürlich ein Marketing-Genie. Nein, ich hinterfrage. Du machst es sehr gut. Man darf doch die Frage hinterfragen. Finde ich auch. Und deshalb bin ich noch nicht die Täter-Opfer-Umkehr, weißt du? Aber das, was in den letzten Tagen... Es gibt durchaus... Robert, ein Satz. Was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, allein das Hinterfragen dieser Vorgangsweise aufgrund dieser super dünnen Suppe der Justiz wurde bereits von der Opposition, von allen anderen, als eine Attacke auf die Justiz gewertet. Und ich lerne daraus als Bürger, okay, wenn du
fragst, ja, dürft ihr das oder ist das vielleicht ein bisschen überbordet, dann ist das bereits eine Attacke und ist verboten und du bleibst in deinem... Ganz kurz, Replik. Du bist ein Bürger, der Bundeskanzler und die ÖVP-Regierungsmitglieder sind keine Bürger, sondern... Okay. Sie sind primär Regierungsmitglieder und da, wenn der Kanzler... Sind sie freiwillig. Nein, darum geht es ja nicht. Wir reden doch jetzt über die Attacke auf die Justiz. Wenn von der Regierungsbank Attacken auf die Justiz geritten werden, ist das was anderes, als wenn du das machst. Ja, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, natürlich kann die Justiz auch Fehler machen. Da kommt man hinterher drauf, es hat einen Fehler gemacht oder es gibt auch, oder es gibt Urteile, die zu hart sind. Jetzt sage ich dir mal was. Ja, jetzt sage ich dir mal was. Natürlich kann ich die Justiz kritisieren. Ich würde die Justiz dafür kritisieren, dass sie den sozialdemokratischen Bürgermeister von Salzburg, der nichts getan hat, außer bei diesen sehr, sehr, sagen wir so, riskblöden... Jetzt kommen wir aber vom Hundertsten ins Tausend. Nein, aber gut. Sozusagen, also er kommt auch vom Hundertsten ins Tausend. Aber wir müssen in der Werbepause gehen, weil ich will einen dritten Einstieg. Es ist irrsinnig spannend, euch zuzuhören. Man sieht, wie dieses Thema polarisieren wird. Das wird ein heißes Wochenende an vielen Stammtischen, die es noch nicht gibt. Höchste Zeit, dass die Gastro aufsperrt. Kurze Werbepause und dann will ich von euch zwei schon noch ganz kurz wissen, wie lange macht es diese Regierung noch oder ist die Aufregung eine übertriebene? Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und wir sind zum dritten Mal zurück in der spannenden Bilanz der Woche, die wir heute mit Wolfgang Groß haben, dem, würde ich sagen, bekanntesten PR- und Unternehmensberater im Land, aber auch dem Falstaff-Herausgeber führt, und mit Robert Miesig, dem Blogger aller Gutmenschen, dem Sie unbedingt auf Twitter folgen sollten, weil es ist spannend, kann ich nur sagen. So, und dementsprechend auch ein sehr spannendes Duell. Und wir kommen ins Finale, und das Finale, nachdem wir so heftig über Gastro, Corona, Öffnungen einerseits und Justizskandal, Blümel, Regierungskrise andererseits diskutiert haben, ist, wie lange macht es diese Regierung noch, Wolfgang? Da gibt es viele, die auf ein schnelles Ende wetten, weil sie sagen, die zwei verstehen sich nicht mehr. Andere, die sagen, die picken mit Uhr auf ihren Sitzen und werden ohnehin nicht weichen. Was ist deine These? Ja, es gibt viele, die gerne wetten, die können gerne mit mir wetten. Ich halte dagegen, weil ich glaube, dass diese Regierung nicht bei Totgesagte länger leben, sondern diese Regierung wird einfach aus Vernunftsgründen, aus Staatsräson und weil sie gar keine andere Alternative haben, viel, viel länger halten, als sich viele wünschen derzeit. Mhm. Also alles diese Wunschkonzerte, die Regierung wird planen, und wir werden schon noch die Grünen in die Phase bringen, wo sie die Nerven dann wegschmeißen. Das wird nicht passieren. Wir waren knapp in einer ganz kritischen Situation da vor zwei Wochen, als es um den Misstrauensantrag im Parlament gegen Gernot Blümel ging und wo die Grünen sich in die Beratung zurückgezogen haben und da mal eine halbe Stunde nicht erreichbar waren. Also da hätte ich wahrscheinlich nicht so leicht gewettet. Aber da muss ich sagen, da hat die Frau Maurer offensichtlich ihren Club gut davon überzeugen können mit dem Herrn Kogler. Wenn wir jetzt rausgehen und diese Regierung sprengen, dann haben wir alle verloren. Also ich werde gerne dagegen wetten, diese Regierung wird noch halten, und zwar sehr lange, also zumindest bis Ende 23, 24 sind ja dann die Wahlen, weil die können ja auf gar nichts anderes warten, als zum ersten Mal haben sie die verdammte Verpflichtung, uns aus dieser Krise herauszubringen. Da schmeißt man nicht das Handtuch weg. Mhm. Man kann nicht ein Volk in der Krise, in der schlimmsten, seit die Leute denken können, im Stich lassen. Das haben die Grünen offensichtlich im Club ganz genau kapiert. Und dafür zolle ich ihnen auch großen Respekt, weil sie die Staatsräson und das Wohl der Bürger in den Vordergrund gestellt haben und nicht auf ihre Meinungsumfragen, die derzeit im Keller sind, derzeit gestartet haben und da blöd gehandelt hätten. Also das wäre auch blöd gewesen. Robert. So, einen Satz nur noch. 22 und 23 werden die Grünen alle ihre Themen spielen können. Und es wird sich nicht mehr viele daran erinnern, an dieses furchtbare Jahr, weil sie dieses 22 und 23 Jahr wieder voll genießen werden. Und das ist die Zeit, wo Politik wieder konstruktiver agieren kann. Also Umweltpolitik meinst du primär. Genau.
Robert. Ja, ich meine, noch sind wir nicht im Jahr 22, 23, 24. Man könnte fast sagen, schön war es nicht. Weil das ist ja in Wirklichkeit ein Jammer. Ja. Es ist ein Jammer. Wir sehen jetzt, dass die gesamten, an jeder Ecke die Korruptions- oder Filzgeschichten der ÖVP von vor 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren aufpoppen. Und vor allem, dass sie so wahnsinnig hysterisch und nervös darauf reagiert. Das ist ja das Erstaunliche. Das ist ja das Erstaunliche, warum sie da nicht ein bisschen auch lockerer und souveräner ist. Ja? Und jetzt hat man den Eindruck, die sind vollkommen kopflos, können sich kaum mehr auf irgendwas konzentrieren in einer Phase, wo wir als Land wirklich andere Sorgen hätten, ja? Wo wir die Notwendigkeit hätten, dass man Regierende hat, die konzentriert darauf sind, die Arbeitsmarktkrise, die Gesundheitskrise maximal gut zu lösen. Und da ist eher die Frage, was wird in 3 Wochen sein, was wird in 4 Wochen sein? Da poppt da noch mehr aus? Also da gibt es ja mittlerweile viele hunderte Seiten, die quasi Quelle von diesen Korruptionsermittlungen sind, wenn das weitergeht und wenn die Regierung quasi chaotisch zerfällt. Natürlich will sie das nicht. Ja? Das wird sie dann nicht gewollt haben, aber das kann ja passieren. Ja? Deswegen mache ich mir überhaupt keine Gedanken über das Jahr 2022 oder 2023, sondern eher, was wird in 4 Wochen sein? Wie kommen wir mit dieser Regierung, die jetzt so angeschlagen ist, über dieses Frühjahr? Ich liebe ja seine Dialektik. Ja? Ich meine, du bist ja wirklich sehr begabt. Nur es stimmt halt nicht. Diese Regierung ist nicht kopflos. Ja, die Regierung hat besser zusammengearbeitet und sie haben in den letzten Wochen auch nicht wirklich super reüssiert. Das wird sich wieder ändern. Das ist eine Momentanaufnahme. Entschuldigung, der Kanzler ist in die EU gegangen und hat den grünen Impfpass vorgeschlagen. Die Frau Merkel hat gesagt, kommt sicher nicht in Frage. Und ein paar Stunden, nachdem sie sich beraten hat lassen, hat auch die deutsche Bundesrepublik gesagt, der Impfpass... War gestern ein Riesenerfolg für Österreich? Hat er das eigentlich mitbekommen? Die bräuchten dich als PR-Berater. Entschuldigung, das wäre doch... Ja? Der österreichische Bundeskanzler geht in die EU und sagt, wir brauchen einen Impfpass. Die Wahrheit, Wolfgang... Nur kommt er euch auf, dass er... Die Wahrheit, Wolfgang, ist, dass sich der Kanzler in dieser Woche zu keine Interviews mehr traut, weil er Angst hat, dass er zur Justiz, zum Blümel und so weiter gefragt wird und deshalb das gar nicht kommunizieren kann. Schlussfrage, Wolfgang. Glaubst du nicht, dass das, was derzeit in der Justiz passiert, Brandstätter, ÖVP-Minister, Bildnacek, der wichtigste Verbindungsmann der ÖVP, hinauf ins Ministerbüro, alle kaltgestellt, glaubst du nicht, dass das auch ein Krieg in der Koalition sein könnte? Dass die Grünen da mittlerweile das Feuer auf die ÖVP eröffnet haben als Rache für diese Abschiebungsgeschichte? Ja, das wäre ein bisschen zu viel der Rache. Für die Demütigung der Abschiebungsgeschichte. Ich glaube, dass Rache ein schlechter Ratgeber wäre. Es ist natürlich unbestritten, dass in der Abschiebungsgeschichte da viel Porzellan zerschlagen worden ist. Das wird man wieder kitten müssen. Ich denke, mittlerweile ist das auch schon passiert. Das haben wir hinter uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen hier destruktiv agieren und sozusagen den ewigen Rächer spielen und da irgendetwas absichtlich befeuern würden. Cui bono, wem soll das nutzen? Das nutzt ihnen ja selber nicht. Sie sitzen ja mit in der Regierung. Und wenn die ÖVP scheitert, sie auch. Also du glaubst das nicht, dass da ein Krieg in der Koalition hinter den Grünen stattfindet? Nein, das glaube ich nicht. Robert? Nein, das glaube ich schon alleine deshalb nicht. Wie soll das funktionieren? Die Grünen können ja allenfalls Staatsanwälte nicht daran hindern, zu agieren. Aber sie können ja keinen Staatsanwalt anschauen. Der Justizminister kann ja keinen Staatsanwalt anschauen. Naja, das soll es schon gegeben haben in dieser Republik in früheren Zeiten. Ja, aber in den 50er Jahren, da kennen wir uns dran erinnern. Aber der Großteil unserer Zuschauer nicht. Also das kann nicht sein. Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass die ÖVP von den grünen Justizminister oder der Justizministerin, also im Moment ist es der Kogler interimistisch erwarten oder erhoffen, dass es da schlagen, die Prozesse. Und dass die Grünen das jetzt natürlich nicht tun, auch zum Teil, weil sie sagen, also ein Koalitionspartner, der auf uns nie Rücksicht nimmt und uns gegen die Wand fahren lässt, wie den Kinderabschiebungen, den werden wir jetzt nicht aus der schlimmsten Patsche, in der er steckt, helfen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen eine Rolle spielt. Ein spannendes Schlusswort, meine Herren. Es war großartig mit euch. Es ist mir schon lange keine Stunde so schnell vergangen, muss ich sagen. Denn das war eine volle Stunde Diskussion mit Wolfgang Rosheim und Robert Miesig. Wahnsinn, so schnell ist es vergangen. Die Stunde ist um. Danke fürs Zuschauen. Danke an beide Diskutanten, an den Wolfgang und an den Robert. Das war die Bilanz der Woche in Fellner Live am Freitag. Danke fürs Zuschauen.